Und Liebe ist nicht nur Sex. Liebe, da steckt mehr hinter. Ja. Erwin und die Liebe. Heute ist zu Gast zum zweiten Mal Erwin Schulz, der ein bisschen über sein Buch und vor allem seine Erfahrungen plaudert mit der Damenwelt. Vielen Dank, Erwin, dass Sie kommen konnten. Wie waren die Resonanzen auf das Buch, auf die Veröffentlichung? Das sind ja schon ein paar Wochen her. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Also, das Buch ist eigentlich gut angelaufen und viele gute Stimmen. Kritik gab es auch, aber damit muss man leben. Ja, das gehört dazu. Ja. Ohne Kritik fehlt die Würze in der Suppe. Nee, man kann auch aus Kritik lernen. Ja, genau, für das nächste Buch. Und die Damenwelt war aber zufrieden? Ja, teilweise zufrieden, teilweise, ja. Aber es ist ja schön, dass es so ein Wirbel macht. Ja. Einer sieht so, einer sieht so. Ja. Ich habe damit kein Problem. Also ich finde es klasse und es ist sehr mutig, heutzutage immer noch seltsamerweise über solche Themen, die ja noch immer tabuisiert werden, eigentlich zu sprechen. Ne? Ja, das ist so traurig in unserer Gesellschaft, dass man diese Themen nicht offen ausspricht, wie das Leben wirklich spielt. Ist ja eigentlich ganz normal. Ja. Zwischen Mann und Frau, das kennen wir ja alle. So. Ja. Aber es wird so ein bisschen... Naja, so versteckt. Und das finde ich schön. Man sollte offen reden darüber. Ja, sehr seltsam. Ja. Ja, Sie können auf ein erfülltes Leben und mehrere Beziehungen hinabblicken. Was war denn so besonders in Erinnerung geblieben? Ach, da gibt es viele Erinnerungen. Wie leben Sie heute? Heute lebe ich ganz bescheiden, ruhig. Bin ruhiger geworden. Ja. Bisschen aber nur. Ja, bin alter Mann. Ach, alter Opa. Fishing for compliments. Ja. Aber ja, man wird ja ruhiger und im Alter ein bisschen, ja. Aber trotzdem lebe ich jetzt in meinem Leben noch. Den Rest des Lebens lebe ich noch schön und ruhig. Ja. Und das alles, das Verjagende, würde ich sagen, war eine schöne Zeit. Ja. Ich meine, ich will eigentlich nicht missen. War natürlich, gut, drei Ehen ist nicht dolle. Manche würde sagen, ist ein verrückter, drei Ehen. Aber ich kenne auch welche, die waren schon fünfmal verheiratet. Aber ist egal. Und fünfmal geschieden, ist egal. Ja. Aber trotzdem bereue ich eigentlich mein Leben, was ich gemacht habe, nicht. Perfekt. Ja. Aber wir haben eine traurige Nachricht für die Damenwelt. Erwin ist vergeben, glücklich. Mit einer Dame aus dem Buch. Ja. Naja. Ja, das hat sich nun auch so ergeben, ja. Nun, dass ein so war, nur noch im Alter, nur noch mal über den Weg stoff, das hätte ja auch keiner geglaubt. Und dennoch so eine ulke Situation. Ne? Aber ist doch schön, ja. Da wollen wir nicht so viel verraten, kann man im Buch lesen. Also ich sage immer, Liebe hört nicht auf, die geht bis ins hohe Alter. So. Und das sollte man ausleben, solange wie geht. Gut, wenn einer krank ist und den verliert die Liebe und den verliert alles, ist so richtig, der muss wieder gesund sein. Aber die Älteren, die gesund sind, die sollten auch noch die Liebe genießen. Und wenn sie alleine sind zu Hause und sitzen vor dem Fernseher alleine, Mann, dann sollten sie auch mal einen Kaffee gehen und suchen sich noch einen älteren Herrn, der mit ihnen mal ein Stück Kuchen isst und dass sie sich mal unterhalten. Die müssen doch nicht alleine sein. Die Gesellschaft ist da so, dass man mit denen mal spricht, mit denen mal spricht. Aber es sind ja so viele Frauen allein und nicht bloß Frauen, es sind nur Männer alleine. Und das muss ja nicht sein. Ja. Aber dann wurden sie mal geschieden oder der Mann ist verstorben oder was. Und dann kriegen sie keinen Kontakt mehr. Und das ist nicht schön. Wir müssen wieder unter den Menschen und das Leben geht ja auch, wenn du ein bisschen älter bist, auch weiter. Ne? Nun ist es nun nicht so, als wenn du jung bist, aber das Leben und die Liebe geht bis ins hohe Alter. Eine italienische Tischnummer ist nicht mehr drin mit 77, aber trotzdem kann man sich auch so lieben. Man sich mal anfassen, kuscheln, küssen, vertrauen und das ist auch Liebe. Aber da muss man nun nicht hier
wie wir das früher gemacht haben, auf der Waschmaschine und so weiter. Die Zeiten sind alle vorbei. Liegt vielleicht doch an der Waschmaschine. Ja, heute würde ich mal die nicht brechen, aber die. Ja. Aber das macht Sinn, wenn du jung bist, ist doch okay. Und das kann man der Liebe, wie gesagt, bis im hohen Alter ausleben. Aber die älteren Menschen sind dann so verbittert, der Mann ist weg und ja, so ihn Mann kriegt nicht mehr und ist alles nicht so. Dass der Mann nicht mehr wiederkommt, ist normal. Aber das Leben für den, der lebt, ist ja nur da. Und das sollte man, die Frau oder der Mann, weiterleben. Ja, sollte richtig weitergehen. Genau. Also auf ins pralle Leben. Ja, genau. Schaut euch um, Erwin ist vergeben, aber es gibt genügend andere Kandidaten. Ja. Und Kandidatinnen. Naja. Ja, also ich sag mal, ist schon schön, wenn sich zwei Menschen gegenüber sitzen und was gemeinsam machen können, als wenn jeder in sein Kämmerlein und da vor sich hin döst im Sessel und kickt dann nur in die Röhre und wartet, was jetzt kommt. Man sollte sich ein bisschen mit den Menschen befassen. Ja. So. Man kann auch den besten Streit des Lebens verpassen. So. Ja, das kann man natürlich. Ja, das heißt alles hinter mir. Sie waren ja dreimal verheiratet. Ja. Wie kam es dazu, dass Sie gerade diese Damen geehelicht haben, neben den vielen anderen Beziehungen, wo dann keine Ehe war? Ja, naja, gut, wenn man jung ist. Ja. Am Anfang fängt ja das Spiel ganz gut an. Da ist die Liebe, man ist verliebt. Oh, ist das eine schöne Welt. Die Welt ist bunt, das ist alles schön, die Frau ist hübsch, auch schön, alle. Aber nachher, ja, dann verläuft sich das, ja, dann merkt man, oh, das haut nicht hin und die ist ganz schön frech zu dir oder umgekehrt und dann merkt man das jetzt, ja. Und das entwickelt sich dann alles später. Ja. Nach zwei Wochen. Nee, viel später, ja. Und ich war ja immer derjenige, ich habe mal scheiden lassen. Also, will ich nur sagen, ich. Wo manche gesagt haben zum Richter, nee, ich will mir nicht scheiden lassen. Ja, und da hat der Richter gesagt, ja, aber wenn der Herr Schulz will, ja, was nun? Ja, denk mal, waren alle, ja, man ist zu jung und man hat keine Erfahrung, dann kann das alles passieren. Mensch, wenn ich das heute so sehe, dann hätte ich das alles. Heute würde ich alles ganz anders machen. Ne? Aber wenn man nun jung ist, dann machst du auch Fehler, klar. Und ich will nicht nur sagen, dass die Frauen schuld waren. Aber ich will mal sagen, wenn ich merke, das funktioniert alles nicht so, dann bin ich ganz schnell dabei, einen Abgang zu machen. Also ich mache nicht das Drama mit, wo ich sage, das ist eine Katastrophe. Bevor die Katastrophe eintritt, bin ich schon weg. Ja, na gut. Manche würden ja sagen, gut, das hält sich und wir leben noch weiter und machen die Katastrophen mit bis, wie es ich, 16 oder 20 Jahre. Nee, da bin ich jeder Mensch zu. Und hoffen auf Veränderungen. Genau. Ja. Wenn man merkt, das geht nicht, dann muss man eben seinen eigenen Weg gehen. Haben die Ehen ihre Einstellung zu einer Beziehung generell verändert oder gar nicht? Naja, natürlich, ich habe daraus gelernt und sicherlich die Frauen auch. Jeder auf seine Art, dazu gelernt. Ja. Auch wenn die heute, die Frauen heute, die würden da, die Ehefrauen, die würden mich doch heute noch verdammen und würden sagen, na, was war denn das für einer? Na, erstmal war der arm, hat sich damals wie die Ehe, hat mir gesagt, naja, die Freundin hat gesagt, was nimmst du dir so einen Arm? Na, da geht schon los. Na, und dann hat die nach einer Weile mitgekriegt, dass ich wirklich arm war. Naja, und dann war ich auch nicht der Richtige. So. Ja, weil auch da wieder Frauen auf der finanziellen Hoch stehen. Aber die ist nicht arbeiten gegangen, da geht's ja los. Ich bin arbeiten gegangen, aber ich hab's nicht zur Arbeit gezwungen. Aber ist ja, ich will ja keine böse Blut machen, das ist alles Vergangenheit. Genau. Wie würde Freddy Quinn singen, vergessen vorüber, der Schlager, der ist gut, der fällt mir. Haben Sie außerhalb der Ehe mit einer Frau längere Zeit zusammengelebt, eine lange Beziehung gehabt? Ja, mit ihnen. Die war damals Anwaltshilfe, mit der war ich eine ganze Weile zusammen. Und das war ohne nette, hübsche Frau, hat alle die Stimmen, jeder Zentimeter, mit der ich mal verstanden,
Ich konnte sagen, wie ich denke, sie konnte sagen, wie sie denkt, war alles prima. Das war eigentlich eine Frau von Welt. Aber die sind nachher weggezogen, nach Harz. Und dann hat sie gesagt, komm mit Erwin. Ja, aber bei mir geht beruflich nicht. Und dann bist du dann auch auseinandergegangen. Aber die war schon ganz okay. Ja. Kein Kontakt mehr, ja? Nee. Warum kommen Sie mit jüngeren Frauen besser zurecht als mit älteren Frauen? Naja, die Jüngeren sind, also ich sag mal, die Jüngeren sind anders. Erstmal, die Jüngeren sind nicht so aufmützig wie die Älteren, sag ich mal. Also in meinem Alter jetzt, sag ich mal. Die Älteren in meinem Alter, die wären aufmützig, die wären rechthaberig, frech, ich sag mal frech, manchmal persönlich oder handgreiflich auch. Ja. So weit gibt's auch, ja. Aber das machen doch die Jungen nicht. Die Jungen kommen dir als älter entgegen, sind nett, höflich, freundlich. So, die Erfahrung habe ich gemacht. Und bei mir stehen die Jungen immer an erster Stelle. Und ich habe immer gute Erfahrungen gemacht. Ob ich im Krankenhaus war, die Jungschwester, mit denen bin ich klargekommen. So, ob ich in Reha war, mit den Jungen bin ich klar. Ich habe immer, auch mit den jungen Ärzten, immer keine Probleme gehabt. Aber bei den Männern ist das auch so. Da gibt es ja auch ältere Ärzte. Ne? Aber ich sage mal, die Jungen sind da ganz anders. Nicht auf die jungen Leute. Ich halte die ganz hoch. Damit will ich nicht die Alten alle verdammen. Ich bin auch ein alter Mann. Aber ich sag mal, wie ich es erlebt habe. Na, muss ja keiner persönlich nehmen. Ne? Jetzt wäre natürlich wieder Frauen sagen, der Alte, der spinnt doch. Nicht nur die Jungen, wir Älteren sind auch gut. Ja, natürlich sind die auch gut. Aber ich habe andere Erfahrungen gemacht. Und ich kann ja nur von mir, und das ist ja das Buch auch, ich kann nur von meiner Erfahrung reden, deswegen greife ich nicht die ganze Darmwelt an in dem Buch. Aber das sind meine Erfahrungen. Und ich will auch keine Frauen irgendwie maßregeln oder was, im Gegenteil. Nein. Ich liebe sie heute noch, alle Frauen. Mhm. Ja. Ihr Buch ist eine Liebeserklärung an die Damen. Ja, würde ich sagen. Mhm. Aber bei manchen kommt es nicht so an. Die denken, der will die Frauen anklagen und so. Nein, überhaupt nicht. Nein. Nein. Jeder sieht das anders. Nein. Aber wie gesagt, ich nehme keiner Frau da was übel. Wir können darüber reden und diskutieren, ganz locker, ist so okay. Aber ansonsten ist das schon ganz lustig mit dieser ganzen Diskutiererei. Ja. Naja, jeder sieht's anders. Ja. Ja. Naja, was soll's. Haben Sie auch einen Ratschlag für die Damenwelt, für die Frauen? Jeder Mann wird, wenn eine hübsche Frau vorbeikommt, oh Donnerwetter, schöne Haut, schöne enge Hosen an. Und so denkt eine Frau auch, wenn ein hübscher Mann vorbeikommt. Aber die gibt es nicht so zu, wie der Mann das jetzt sah. Und die starrt vielleicht nicht so direkt auf den Popo, wie der Mann das macht, sondern die macht das geschickt, die Frau. Ne? Das hat nicht mehr. Ja, ja. Aber das ist so ganz normal. Das ist biologisch. Das ist normal. Der Mensch zieht das immer nach was Neuem. Ist so. Ich kann nur ein Beispiel erzählen. Wir hatten eine Feier. Hier meine Freundin, dann war noch eine Freundin von meinem Kumpel, so, ich hatte mit meiner Freundin ein bisschen was gehabt, geh in Bad, ich war schon erschöpft von meiner Freundin, geh in Bad und sehe nun die andere Freundin und automatisch bin ich wieder auf Tour gekommen, weil ich die andere Freundin jetzt gesehen habe. Mit meiner Freundin hätte ich nicht mehr können, weil ich kaputt war. Aber die neue Freundin, da hätte ich wieder können. Und so ist das Leben. Da hat mein Mittelfinger gleich reagiert. Ja, aber ich habe nichts gemacht. Aber ich sage, so ist das Leben. Weil das Neue zieht. Und das ist wirklich so. Das Neue. Na? So sind wir Menschen gepolt. Das ist so. Aber zu sagen, also nur ich und nur und wehe und das ist alles. Und wir leben heute in einer Zeit, wo das alles locker zugeht. So sehe ich es. Ja. Müssen nicht alle so das sehen wie ich, aber da. Ja. Ja.
Sie geben ja nur Tipps und Erfahrungen aus den Ratschlägen, aus Ihren Erfahrungen. Aber wir sind doch manchmal zu verklemmt. Mhm. Und das sind ja Widersprüche. Wenn man sagt, gut, ich meine, wir sind in DDR, mit FKK war eine ganz normale Sache. Ist ja ganz normal. Aber da gab es auch Wessis, die das verpönt haben. Mhm. Also, aber auf der anderen Art, abends kicken sie sich mit Helja ein Porno an. Mhm. Das ist doch alles nur Lug und Trug. Ja. Wir müssen mehr zur Sexualität in der Gesellschaft stehen. Mhm. Offen. So, das betrifft ja jeden Menschen, ja. Ob Mann oder Frau. So. Aber warum wird das alles so verfälscht und vertuscht und hinter der Tür? Und ist genau hier, wir in der zweiten Ehe sind wir alle mit der Bude nackt rumgelogen. Mhm. Die Kinder, ich, meine Frau. Ganz normal. So. Unsere Freunde haben immer gesagt, seid ihr alle krank oder was? Mhm. Ja. In der eigenen Wohnung sind wir vor die Kinder. So. Und da japet nicht I und Ditte. Die Kinder wurden so erzogen, dass sie sowas ja nicht haben. So. Aber was machen die heute? Die ziehen sich aus, wenn der Kleine im Bett ist oder wenn der hinter der Tür steht und dann kickt der zwischen Schlüssel, das ist alles Käse. Ja. Also man sollte offener mit der ganzen Sexualität in der Gesellschaft heute umgehen, meine Meinung. Und nicht so tun als Über allen Mist reden wir. Krieg, dit, Verbrecher, dit. Und über dit, was die Menschen betrifft, reden wir nicht. Sollten die Menschen eher verschiedene Beziehungen haben, anstatt sehr, sehr lange und wenige Beziehungen? Naja, gut, wenn ihr jetzt verheiratet ist, da gibt, ich sage ja, da gibt es auch Frauen, die kenne, die gehen fremd, wo der Mann das nicht mitkriegt und umgekehrt genauso. So. Lügen sich aber beide an, wie gut sie beide sind. So, da meine ich, da sollte man offen sein und sagen, hör zu, ich bin mal fremd hier oder ich brauche das mal. So, und dann muss man nun die Sache abstimmen, brauche ich das nun jeden Tag oder reicht das mal, dass ich mal fremd gehe. Es gibt ja Leute, die gehen wie in einem Swingerclub. So. Nicht schlecht. Die sind wie in einem Swingerclub, die macht da und da. So. Aber da ist ja bei. So. Viele sagen, na, ist denn das verrückt, das würde ich doch nicht machen. So. Weil es ja viele Frauen gibt, die sagen, der Mann, der muss nur mit mir. Und das ist ja, wir leben noch im Mittelalter. Mhm. Die Zeiten sind doch alle vorbei, das hat sich doch alles verändert. Und wenn jetzt mal der Mann fremd geht, dann muss doch die Frau sich nicht scheiden lassen gleich, weil der nun mal fremd hier ist. Und Liebe ist nicht nur Sex, Liebe, da steckt mehr hinter. Mhm. Also Sex ist eine Sache, die mit einfließt, das ist richtig. Aber nun zu sagen, nur Sex ist Liebe und eine Verbindung zwischen Ehe, nee, gut, wenn sie eine Kinder machen und haben sie eine Familie, ist das okay. Aber direkt vom Sex kann ich nur eine Ehe abhängen, finde ich nicht. Hm. Beate Uhse, die herausragende Frau, haben Sie einmal persönlich kennengelernt? Ja, da war ich mal damals in dem Laden da am Zoo und da war sie mal und hat da... Naja, gesprochen vor einige, die da sich eine Kassette gekauft haben oder was, also in dem Laden da und hat sie, und da haben wir die kennengelernt. Also das ist eine sehr nette Frau gewesen, ich habe auch mit ihr gesprochen und für mich möchte ich sagen, keine dumme Frau, also eine intelligente Frau und ihre Art hat mir auch sehr gut gefallen. So, und trotzdem manche über ihr gehetzt haben und Beate Uhse, weil sie ja immer das mit Porno und alles verglichen haben. Aber sie hat ja angefangen damals mit Nacktbilder, das war ja ganz normale Sache eigentlich. Also vor die Frau, möchte ich sagen, hatte ich Achtung, ja. Ich habe mich ganz gut mit ihr unterhalten. Mhm. Das war ein gutes Erlebnis, ja. Ja, ein väterlicher Freund von mir, der war Bankier. Ja. Der hat sie finanziert in ihrer Wachstumsphase. Keine Bank wollte sie finanzieren, weil das alles so ein Tabuthema war. Und der hat gesagt, nee, klar, das machen wir. Und so ist sie dann, konnte sie richtig durchstarten durch die finanzielle Hilfe damals. Ja. Er hat an sie geglaubt, an ihr Konzept und an die Zukunft. Ja. Und so ist das dann auch mal groß geworden, gewachsen. Ja, sie ist eine gute Geschäftsfrau gewesen. Ja. Also, er hat ja damals umgesetzt, das ist ja sagenhaft. Mhm.
Ja, und im Zweiten Weltkrieg sogar Fliegerin. Ne? Ja, ja. Schon. Also keine dumme Person, nee. Die hat schon mal Druck gehabt. Ja. Ne? Warum? Nee, da muss man einen Hut abnehmen. Die war schon ganz perfekt. Und wenn einer was kann als Frau, akzeptiere ich und sage, schön. Also da würde ich sagen, die ist schlauer wie manche Mann gewesen. Ja. Ne? Ist so.